Die erste Nacht haben wir hinter uns gebracht, mitten im Dschungel auf unserem Felsen. Wir frühstücken jetzt schnell, packen alles zusammen, dann wird alles in die Boote verladen und dann fahren wir wohl noch ein Stückchen Strom auf. Der Platz scheint noch nicht optimal zu sein, das war aufgrund der späten Stunde gestern eine Zwischenlösung. Das heißt, wir steuern irgendwo noch einen neuen Platz an und ich gehe davon aus, dass wir dort dann einfach die nächsten Tage bleiben werden. Aber jetzt packen wir erstmal und dann gibt es eine Tasse Kaffee. Hier wird ganz unkonventionell gearbeitet. Wenn kein Platz ist, wird welcher geschaffen. Sieh mal ein Kerl, was schon in der Größe. Ich dachte, das ist ein Haken. Daniel ist mutig, nimmt die kleine Zange. Der Kaiman ist an den Ködern interessiert. Logischerweise. Und die müssen ihren Körper hier vorne durchs Wasser ziehen. Jetzt wird's kritisch. Da kommt die Piranha dran. Was ist passiert? Ja, Piranha-Attacken, was denn sonst? Da waren zwei Bisse drauf und schon fehlt ein Stück vom Drilling. Verrückt. Und hinten? Da ist komplett die Schaufel. Propeller weg. Wahnsinn. Alles voller Piranhas hier. Baden? Nee, ist nicht zu empfehlen. Der liegt hier vorne, müsst ihr mal bitte machen. Grip ist vorne bei euch. Peacock! Yes! Der zweite, Glückwunsch! Sehr geil. Endlich. Ein Stück Schwanz, was da fehlt. Aber sonst wunderschön. Mein erster Peacock. Und da sind wir noch nicht mal im Top-Peacock-Revier. Das sind ein paar Fighter und die werden noch deutlich größer. Und wunderschön sind sie zugleich. I release. Den setzen wir zurück. Einfach viel zu schade, viel zu schön, traumhafte Fische. Geil! Mehr davon! Weg? Ja! Ach, geil. War's wieder einer? Also nicht geil, aber die Anzahl an Aktionen ist schon geil. Sobald der Spot stimmt, geht's hintereinander weg. Der macht einen New Hook. Sie werden immer kleiner. Der nächste. Sehr gerne. Aber bleiben genauso schön von Anfang an. Super cool. Süß, sagt er. Ja, herrliche Geräusche. Noch mal kurz eine Nahaufnahme, wie toll die Kollegen aussehen. Eine herrliche Zeichnung, eine herrliche Maserung.
Und hier an der Schwanzflosse waren auch schon wieder die Piranhas am Berg. Und der darf auch zurück. Magst du nicht? Yes. Shakes. When you see your rod shaking, Piranha. Yes. It's a good bait. Piranha. You can bring it. Where are we going? Let's go. Action pur! Daniel! Wow, das war ein Drittel, das war richtig geil. Und so schnell ging das Ganze. Ja. Ein paar Mal den Köder aus Wasser geklatscht, so richtig laut und brutal. Und dann hängt so ein riesen Ding dran plötzlich. I know why it's called a wolffish. Look inside that mouth. Das ist ein Urviech. Hey. Das in dem kleinen Pond. Das glaubt man gar nicht. Ja, in einem kleinen Graben, voller Holz, ganz flaches Wasser. Zum Glück die Weltroute mit gehabt. Ja. Weil anders geht's nicht. Also mit Spinnrouten, wie wir es anfänglich dachten, keine Chance. Richtig schweres Gerät, weil die Drills auf Biegen und Brechen erfolgen. Glückwunsch, Daniel. Danke dir. Wahnsinnsfisch. Das Krasse ist, dass das eine total urige Angelei ist. Ihr habt es ja gesehen, wir wandern hier durch den Urwald. Durchs tiefste Dickicht in Crocs, unsere Guides barfuß. Dann wird ein Stück Köder und ein Stück Piranha an den Einzelhaken gehangen. Stahlvorfach, richtig schweres Gerät, also Wälzgerät ist angebracht. Dann immer wieder aufs Wasser aufschlagen. Die Burschen reagieren auf solche Erschütterungen an der Oberfläche. Absolute Räuber. Eine krasse Angelei. Unbedingt. Muss man unbedingt erlebt haben. Wow, ich lasse ihn zurück. Petri! Geil! Danke! Weiter geht's! Ja! Yes! Schön! Du bist nachher drüben, oder? Was habe ich gesagt? Hau noch mal rein. Du brauchst einen Put. Wolffisch, Big Fish. Crazy. Das Thema Köderfischbeschaffung beschäftigt uns hier auch jeden Tag. Klar, wir wollen im Wesentlichen Raubfische fangen und nicht alle lassen sich mit Spinngerät überlisten, also brauchen wir Köderfische. Auch hier eignet sich eigentlich unser Spinngerät perfekt. Es macht keinen Sinn, noch zusätzliches Gerät mitzunehmen, dadurch, dass wir einfach begrenzt die Möglichkeit haben, Tackle mitzuschleppen. Das heißt, die Rutentransportrohre fassen oftmals nur 3, 4, 5 Ruten, es müssen Rollen und so weiter transportiert werden. Wir haben begrenztes Gepäck. Also eine begrenzte Gewichtsangabe fürs Gepäck, 23 Kilo. Und das kommt schnell zusammen. Hier wird im Übrigen nicht der Wald gefällt im Hintergrund, sondern die Jungs wollen uns einen Fisch in einem Smoker zubereiten und die bauen den Smoker selber. Und das findet gerade statt. Zeige ich nachher mal ein Video dazu. Auf jeden Fall ist unser Spinngerät ideal dafür geeignet. Hier müssen wir eigentlich auch gar nicht viel verändern. Das heißt,
auch wieder Rollengröße, Schnur und Routenlänge bleibt alles identisch. Ich habe hier ein Modell 2,40 Meter, das ist eine Pro-Pike bis 80 Gramm Wurfgewicht. Ich finde die Route perfekt. Stahlvorfach bleibt dran. Der Kunstköder wird bloß gegen den Einzelhaken ausgetauscht. Hakengröße im Bereich 2 bis 6, je nachdem. Stabil, also Karpfenhaken sind eigentlich recht ideal. Knotlosverbinder, das Ganze kurz miteinander verbunden und entweder an der freien Leine gefischt oder eben noch ein Laufblei 50 Gramm vorgeschalten und dann auf kleinere Wurfdistanz gefischt. Die Bisse erfüllen wir im Regelfall mit dem Finger, die kommen auch recht aggressiv, also Bissanzeiger oder sowas brauchen wir hier nicht. Hier einfach mal noch ein paar Beispiele. Popper. Flach laufende Wobbler. Die Köder können ruhig groß sein, das ist kein Problem. Die Peacocks haben teilweise Mäuler, da passt eine Faust rein. Also die scheuen sich nicht davor. Und die Piranhas keinesfalls, da ist egal was kommt, die attackieren es einfach. Spinner in allen Variationen. Ja? Wichtig ist immer robust. Das heißt, es kann auch sein, dass ihr bei dem einen oder anderen Köder Haken und Sprengringe austauschen müsst. Nichtsdestotrotz schaffen es die Piranhas immer wieder. Wir haben jeden Tag fünfmal bestimmt Köder reingeholt, wo einfach so ein Hakenschenkel nach innen gebogen ist, teilweise komplett umgekrempelt. Das ist zwar unvorstellbar, weil ihr dann selber mit viel Kraftaufwand und einer Zange das Ganze wieder gerade biegen müsst, aber die Piranhas schaffen das schlussendlich. Das Tackle zur schweren Piraiba-Angelei haben wir ja schon erläutert. Das heißt, Welsruten, wie wir sie bei uns einsetzen, 2,20 Meter bis 2,70 Meter Länge, 8000er Rollgröße. Hier oberhalb der Wasserfälle gibt es keine Piraibas, aber hier gibt es Redtails, die auch stattliche Größen erreichen können und die unheimlich kampfstark sind. Und hier setzen wir eigentlich genau das gleiche Gerät ein. Es gibt nur einen kleinen Unterschied, und zwar das Vorfach. Dadurch, dass wir hier so viele Piranhas haben, können wir mit den geflochtenen Kevlar-Vorfächern nicht mehr fischen. Die Piranhas sind stets und ständig mit am Ball und würden uns die Vorfächer durchbeißen. Deswegen fischen wir hier Stahl. Das ist schon etwas mitgenommen. Das ist ein Stahl in einer Stärke 0,8 mm, Tragkraft ungefähr 40 Kilo. Unter dem würde ich keine Empfehlung aussprechen für die Fischerei hier mit Naturködern. Ansonsten wird einfach vorne und hinten gekrimmt. Vorne kommt in dem Fall ein Wirbel rein, am anderen Ende ein Einzelhaken, auch eine klassische Welshakengröße. Eine Hakengröße M, wie wir sie bei uns im Sortiment haben, ist dafür auch ideal geeignet. Wichtig ist 2 Krimphülsen pro Seite. Es kommt so viel Druck bei den heftigen Drills unter der Rutenspitze auf, dass eine Krimphülse nicht ausreichen würde. Wir hatten gestern das Problem, einer unserer Italiener hat quasi, ja, ich sag mal, zu sparsam gekrimmt und demzufolge Fisch verloren. Ansonsten bleibt dann wieder das Prinzip oder das Setup dasselbe. Schlagschnur ganz wichtig hier überall, auch beim Ansitzfischen. Wir haben auch hier immer mit Steinen und Hindernissen zu kämpfen. Die Schlagschnur ist unerlässlich. Eine Stopperperle und, Moment, ich muss es kurz suchen, wo habe ich es hingetan? Ach, hier. Seaboom und Bleigewichte zwischen 100 und 250, 300 Gramm, abhängig von der Strömungsstärke. Ihr habt ja auch Bereiche, große, tiefe Pools, da steht das Wasser fast, da reicht ein 100 Gramm völlig aus. Wenn natürlich die Strömung stärker ist, muss ich vom Bleigewicht her hochgehen. Aber wie gesagt, viel mehr ist es gar nicht, vollkommen ausreichend. Noch eine Information zur Rolle. Ich fische hier mit Vorliebe Stationärrollen. Es muss immer wieder geworfen werden. Und das ist mit den Multirollen einfach, ja, ich sag mal, etwas unvorteilhaft. Die Rollen sind dafür einfach nicht konzipiert. Deswegen hat sich eine 8000er Rollengröße als ideal herausgestellt. Und diese Rollen machen auch alles mit. Auch die größten Fische, auch Piraibas im Bereich von 2 Meter oder drüber, das ist kein Problem. Schnurstärken ebenso zwischen 0,50 und 0,60. Und wie gesagt, ganz, ganz wichtig, die Schlagschnur. Piranha. Wir fangen an.
Herrlich. Traumhaft schön. Diesmal ohne Piranha bis unten. Oh ja, doch da. Irgendwo kriegen sie immer was ab. Hier steht ein ganzes Stück, ja. Zurück. Das ist der Smoker, den die Jungs gerade gebaut haben. Die genialste Eigenbauvariante, die ich jemals gesehen habe. Und darunter lodert ein kleines Feuer. Vom Aufwand-Nutzen-Prinzip her absolut genial. Ist das eine Kuh? Das ist schon geil. Geil! Guckt euch diesen Fisch an. Was haben wir gesagt? Der passt so lang wie das Boot, so breit wie das Boot ist. 1,09 Meter. Ein Bulle, guckt euch diesen Schädel an. So, ich lasse den jetzt zurück. Wir müssen uns mal alle hier über Bord begeben. Meine Fresse. Und they still are in. Nummer 2, 2 Bisse schon versaut. Die machen einfach unheimlich Spaß. Wahnsinn. Guck mal, gerade hier. So eine Verhärtung, das sieht aus. Das sieht aus wie Holz oder wie Stein. Immer so krass, die Burschen. Absolut krass. Jetzt bringen wir unseren Einbaum noch mal kurz zum Kippen. Nehmen wir uns rüber. 1,14 Meter. Also sie werden größer. Voilà. Und ab.
Mehr kann ich dazu nicht sagen, mir fällt nicht mehr ein. Daniel, wie sieht der Plan aus für heute? Wir packen jetzt, dann steigen wir die auf die Boote, fahren wir entspannt flussabwärts und kommen an der Lodge an. Geht dort vielleicht nochmal angeln, wenn es die Zeit erlaubt. Dann die letzte Nacht in der Lodge und dann geht es wieder auf, zurück in die Zivilisation. Ob das nun schön ist oder nicht, das steht woanders geschrieben. Das ist wohl wahr. Der letzte Morgen für uns außerhalb der Zivilisation, wenn man so will. Wir haben jetzt alles zusammengepackt. Gestern Abend gab es noch, ich glaube, zwei Fehlbisse leider und einen richtig großen Kubi für Antonio. Also ich glaube in der Größe 6 Kilo. Ja, absolut. Wie er mit dem Fisch um die Ecke kam, freudestrahlend. Also auch für ihn der Trip schlussendlich noch mit einem geilen Fisch abgeschlossen. Jetzt haben wir gefrühstückt. Die Guides beladen gerade die Boote, sodass wir unsere 9- bis 10-stündige Rückreise antreten können. Und dann gibt es für uns nochmal eine Übernachtung in einem Hotel und morgen geht schon der Flieger. Ja, so schnell geht das Ganze dann doch vorbei. Aber noch eine Information am Rande. Der Fluss verläuft ja im Grenzbereich zwischen Suriname und Guyana. Und bei diesem Trip habt ihr die außergewöhnliche Möglichkeit, gleichzeitig zwei südamerikanische Länder zu besuchen, nämlich Suriname und ich wage jetzt mal den Grenzübertritt, Guyana. Das hier ist nämlich der Grenzstein, der in dem Bereich hier die Grenze markiert. Das nur mal als kleinen topografischen Ausflug. Ansonsten ja, wird jetzt erstmal ganz lange Boot gefahren, aber das sind wir die letzten Tage und Wochen gewohnt. Von daher tut das dem Ganzen keinen Abbruch. So, wir versuchen jetzt nochmal alle, ja, die quasi dran beteiligt waren, mit drauf zu bekommen. 2 Wochen richtig geile Zeit, die wir gehabt haben. Ich denke, alle sind happy. Ja, jetzt steht wie gesagt eine lange Bootsfahrt an. Das ist nicht so schön, aber dafür befinden wir uns eben einfach im Nirgendwo. Das wollten wir auch. Wir fahren jetzt erstmal los und dann melden wir uns später nochmal. Daniel, wir haben es geschafft. Sag was zu unserer Rückfahrt. Was soll ich dazu sagen? Das, was uns in der Hinfahrt bei der Nacht verbogen blieb, konnten wir jetzt sehen und erleben. Wa? Aber Verluste haben wir, die Mützen wurden weggeweht. Das heißt, Mützen meine. Wa? Aber krasse Scheiße. Regen, Sturm, Welle. Hammer. Wir haben es überlebt. Und geil. 10 Stunden wieder im Boot. Ich glaube, man gewöhnt sich, so schnell wird man sich nicht dran gewöhnen, 10 Stunden dauerhaft im Boot zu sitzen. Das sind schon ganz schöne Strecken, die man hier zurückgelegt hat. Gestern Abend sind wir dann noch mit den Taxis ins Hotel gefahren. Eine wahnsinnig geile Zeit, die wir hinter uns haben. Piraiba haben wir gut gefangen. Leider gab es relativ viele Fehlbisse und Fischverluste im Drill. Also durch Ausschlitzen grundsätzlich. Das Gerät hat alles standgehalten. Aber am Ende haben wir es trotzdem geschafft, Fische bis über 2 Meter zu fangen. Der Daniel hatte einen Fisch von 2 Meter plus. Alleine 3 Fische in unserer Gruppe im Gesamten zwischen 1,90 und 2 Meter. Und noch einige Fische darunter und 2 goldene. Daniel und ich, wir hatten das Glück, dass wir jeder einen goldenen Piraiba erwischen konnten. Zwischendurch haben wir an den Wasserfällen immer wieder die Spinnruten geschwungen und
Peacocks und Piranhas gefangen. Es gab ein paar kleinere Redtails unterhalb der Wasserfälle. Und die Bootsführer sind richtig top. Die kennen ihr Gewässer wie ihre Westentasche. Aber es war natürlich schon ein Adrenalinschub, sich dort Strom auf oder Strom ab zwischen diesen Felsen und diesen extremen Wasserbewegungen zu bewegen. Redtails konnten wir ein paar richtig geile Burschen fangen, die größten 1,9 Meter und 1,14 Meter. Und da geht noch mehr, aber wenn man die schon neben dem Boot auftauchen sieht, mit diesem massiven Schädel, diesem massiven Körper, dann wird einem schon anders, wenn man darüber nachdenkt, dass dieser Fisch mitunter eben noch ein bisschen länger werden kann. Anyumara, das absolut krasseste Angeln, was wir jemals erlebt haben. Wir haben schon spaßeshalber gescherzt, dass wir das bei uns am Vereinsgewässer nächste Woche betreiben. Wir stellen uns einfach mal hin, hängen Stückchen Fischfetzen dran und dann fangen wir an, wie wild auf das Wasser zu peitschen und gucken mal, wie die Leute reagieren. Ich glaube, die lassen uns gleich einweisen. Aber hier funktioniert diese Angelei unheimlich gut und wir haben es ja gesehen, wir waren zu dritt mit Paul in diesem Kanal ganz, ganz tief im Unterholz drin und jeder von uns hat seinen Anyumara bekommen. Und das ist auch ein krasser Fisch, der den Namen Wolfsfisch nicht von ungefähr hat. Was eben so ganz krass ist bei diesem Trip, ist dieses absolute Abenteuer- und Naturerlebnis. Anglerisch wird einem viel geboten, das Spektrum ist extrem groß, man kann ganz viele unterschiedliche Fischarten in kurzer Zeit fangen. Aber es war auch für uns ein absolutes Abenteuer. Also zu keiner Zeit war es irgendwie langweilig oder es fehlten die Erlebnisse. Ich denke, in den nächsten Wochen und Monaten wird uns allen das so gehen, dass noch so Stück für Stück die ein oder andere Erfahrung aufploppt, die jetzt momentan noch im Hinterkopf verankert ist. Es ist einfach so viel in dieser Zeit. Ich kann es nur empfehlen. Ich kann es jedem nur empfehlen. Ein Abenteuer, was man so schnell so nicht wiederfindet. Und wir wissen auch nicht, wie verändert sich diese Welt in den nächsten Jahren. Gibt es denn noch die Möglichkeit, sowas nochmal zu erleben? Ich wünsche es jedem. Macht es, wenn ihr die Gelegenheit habt. Genießt es, so wie wir. Und für uns ist jetzt hier Cut. Wir packen alles zusammen, fahren zum Flughafen, dann geht es heute Abend zurück nach Amsterdam und jeder dann in seine Heimatstadt. Ich wünsche euch alles Gute, immer dicke Fische, viel Spaß am Wasser, viel Erfolg am Wasser, eine geile Zeit und seid immer zufrieden, das ist das Wichtigste. Ciao!